Totowaco. Wer sind Sie? Lasst es doch endgültig bleiben, hat doch eh keinen Sinn, oder? Ihr könnt nichts miteinander anfangen. Und der einzige Mensch, der euch verbunden hat, eure Mutter, ist tot. Und ich? Naja, ich meine, ich kann euch ja eh egal sein. Wir haben ja nicht mal die gleiche Mutter. Nur weil wir zufällig miteinander aufgewachsen sind. Na und? Scheiß drauf. Wer braucht eine Familie, die keine ist, oder? Sag mal, das ist sie doch. Das ist sein. 29 und Zentrale. Mist. Entschuldigung, hier saß doch eben noch gerade eine Dame. Kannten Sie sie? Nee. Haben Sie gesehen, wo sie hingegangen ist? Nee, ich habe nicht darauf geachtet. Saalfeld, haben Sie schon eine Spur von Karla Rimbach? Da war eine Frau im Kaffee, auf die die Beschreibung gepasst hat. Die suchen wir gerade. Und die Übergänge zum Parkhaus? Frau Saalfeld, zu viel Kollegen haben wir nicht. Alles klar. Haben Sie meine Kollegin Eva Saalfeld gesehen? Die wollte ins Parkhaus. Danke. Wechseln Sie wahnsinnig! Ja. Au. Was ist denn los mit Ihnen? Kalt! Komm, pass du mal das Auto auf! Was ist los? Eine B-17 ist bei uns runtergekommen. Die Besatzung ist über den Wald abgesprungen. Ist Ihr Mann noch da? Friedrich! Eine B-17 kam bei uns runter. Die Besatzung ist über den Wald abgesprungen. Verstecken sich irgendwo im Werratal. Habt ihr was gesehen? Nee. Schulze kommt vom Osten und Franke vom Westen rein. Wir brauchen noch einen Hund. Wir sollen den Kopf hinhalten, während du dich um dich selber kümmerst? Wir können dich auch bei seinem Alten melden. Friedrich. Wir haben beim letzten Mal schon ein Auge zugedrückt. Scheiße! Aufschuss! Mach doch irgendwas! Kindsünger. Dann zeig er mal. Eins, zwei, vier. Kindsünger. Fauler Hund. Hat er die Waffe gesäubert, wie ich sie befohlen habe? Hat er die Waffe gesäubert? Ich werde dafür sorgen, dass er das Tageslicht 3 Wochen lang nicht wieder sieht. Er desertiert. Haltet ihn! Bleiben. Schreiben Sie. Ich, Hans-Peter Einzig, erkläre mich bereit, mit der Staatssicherheit konspirativ zusammenzuarbeiten. Punkt.
Ich wähle den Decknamen. In Absprache darauf geeinigt, dass wir mit unseren Hunden wie folgt umgehen. Das heißt Maulkorb außerhalb der Wohnung und an der kurzen Leine. Ja. Und wenn es irgendjemand klingelt, Besuch kommt und so weiter, auch. Und man noch nicht weiß, wer kommt, dass der Hund erstmal weggesperrt wird. Ja. Ich meine, ich rede von meinen Mietparteien. Wir haben 10 Mietparteien in der Wohnung, wovon wir 2 sind. Und wenn ich von allen Mietern des Hauses plötzlich Beschwerden über den Hund kriege, bin ich einfach als Besitzer und Vermieter verpflichtet. Für mich ist das albern. Ich meine, bei mir geht es um meine Frau und um mein zukünftiges Kind. Und ich meine, über meinen Hund gibt es keine Beschwerden. Der wird so gehalten, wie wir das vereinbart haben. Deiner rennt nur dauernd im Treppenhaus herum und da das wiederholtermaßen passiert, muss ich einfach reagieren. Punkt. Ich denke, eine schwangere Frau, insbesondere in meinem Fall, geht vor. Darüber haben wir uns lange unterhalten und das wird demnächst passieren. Ich schreibe ja so einen Brief nicht grundlos. Also meine Mieter sind an mich herangetreten, haben mich in die Pflicht genommen, ihn in irgendeiner Weise darüber zu informieren. Müsste ich unter den gegebenen Umständen bleiben, weil ich meine Versprechen hin, Versprechen her. Ich kann das nach den Vorfällen nicht mehr glauben. Ich befürchte, unter diesen Umständen werden wir uns hier in ein paar Monaten wiedersehen. Thank you.